Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit dem Robot. Hallo! Und draußen brennen die Nachbarn. Ist das andere draußen? Das andere draußen. Und da war er tot. Du hast ihn verpasst. Hier ist nichts. Verdammt. Verdammt. Du hast den Nachbarn verpasst. Shit. Oh, ich brauch. Ne, ich brauch doch keine Axt. Stimmt, ich brauch noch einen Spitzhack. Und hier war gerade wieder so ein. Ah, Calcium! Oh, die Bäume sind alle gewachsen, cool. Ja, ich habe da einen Haufen Birken gesetzt, also weißt du welche raus. Hallo! Ich brauche jetzt ein bisschen Eisen. Ach, hab ich noch das Eisen einfach mit. Hey, cool, zwei Knochen, zwei Pfeile. Siehst du, der Hexler rentiert sich schon. Noch ein böses Kalzium hier. Die verstecken sich alle im Wald. Wir sind bestimmt, weil ich das hier nackt rumrenne. Was ich mir überlegt habe, was auch noch eine gute Erweiterung wäre, wenn man so mit, statt mit Stöcken, mit Knochen craftet, dass der Gegenstand dann eine spezielle Verzauberung kriegt schon. Dass er dann vielleicht gut gegen Untote wirkt oder so. Das wäre auch ganz geil. Weil bei den anderen so RPGs kann man ja dann meistens mit Knochen des Drachen irgendwas machen oder so, dass man das hier auch so machen könnte. Mit Knochen von einem Skelett bastelt man sich ein Schwert, das dann schon gut gegen Untote wirkt. So Knochenbogen und sowas. Die wirken dann schon gut gegen Untote. Also das wäre cool, sowas, ja, das ist wahr. Huch. Vielleicht gibt es da einen Nutzer oder so. Gibt's bestimmt, es gibt doch bestimmt alles nimmer. Ja, das Schwierige ist nur, das muss auch alles miteinander passen und vor allen Dingen dann von der Version. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber es gibt bestimmt alles nimmer. Das war ja schon das Schwierige mit dem Shader-Mods hier. So, wir haben. Na, wird noch nicht ganz reichen. Holen wir uns hier noch ein bisschen was? Ich guck mal schnell in der Höhle, ob ich hier kleine Lava finde oder ob ich jetzt wieder zu dem Ort der Schande muss. Dem scheiß Lavasee. Ort der Schande? Nennst du dein Grab? Gucken, ob ich hier irgendwo Lava in dem See habe. In der Höhle noch habe. Willst du ja wissen, du hast ja lange genug hier verbracht. Ich höre Wasser. Lava hat ich glaub dort unten noch gar nicht gefunden gehabt. Scheiß Fledermäuse, ich hasse sie. Fledermäuse hasse ich. Wieso? Weil die Viecher mir immer eine Heidenangst einjagen. Aber die Viecher, also ich weiß nicht, ob es auf der Computerversion genauso ist. Auf der Xbox-Version sind die extrem selbstmordgefährdet. Echt? Nö. Sobald ich Lava mache, fliegen die rein. Das sieht so geil aus, wie die da brennt dort rumfliegen. Also aber du gehst in dunkle Höhle, immer hast du ein Ding vom Gesicht, kriegst erstmal übelst einen Schrecken. Das ist manchmal schlimmer als so ein scheiß Creeper. Okay. Nein, dann such ich mir eben, dann such ich mir diesen scheiß See wieder. Machen wir ein bisschen Musik an, mal gucken. 20%, wir wollen es ja nicht übertreiben. So, wo war der See? Der war, glaube ich, irgendwo im Wald. Ah, eine Tür hab'sch. Aber vielleicht an der Truhe eine, weißt du was? Ich glaube, in der Truhe ist noch eine Tür oder drei sogar. Ich brauche nur zwei erstmal. Welche Tür? Weil es gibt ja. Birke? Birke. Oh, passt. Ich würde trotzdem gerne mal die anderen Bäume suchen. Schon. Oh, Alter, Wolle. Man greift mich in den. Ihr versteht wahrscheinlich, warum ich eine Abneigung gegen Schafe mittlerweile entwickelt habe. Wenn die dich ständig in die Lava schubsen, ist wohl klar, ne? Ein paar Blumen, damit können wir vielleicht unser Dings da. Ich bring da mal ein paar Blumen mit, vielleicht kommen wir da. Oh, du bringst mir Blumen mit? Was solltest du eigentlich machen? Du bist hier der Kerl vom Skin-Paket her. Vom Skin. So. Oh, wo ist denn der dämliche See hin? Sind rote Pilze. Hast du Hunger? Fliegenpilze kannst du ja wirklich essen. Ja, die musst du, glaube ich, erst 24 Stunden vorher kochen. No, ich glaube in Milch sogar. Wenn mich da alles täuscht. No, die schmecken dann, glaube ich, so gut wie noch. Ist es das? Ne, das ist nur. Oh, wo ist denn das Ding? Shit, das haut nicht ganz hin. Nicht symmetrisch. Ist blöd. Egal. Packen wir es halt wieder ab.
Ja, ich kill mal die Schafe, ich brauche eh neues. Wie war's? Bau auf und reiß sie nieder, hast du Arbeit immer wieder. Deutsche Arbeitermitte. Mit Hans, dem Eierlosen aus der Buchhaltung. Alter, wo ist denn der beknackte Lavasee? Da hinten waren ein paar, wie sind die Dinger jetzt, Pfingstrosen oder so? Hier, was wollte ich? Hier ist eine. Ich habe einen Fischen wieder umgefunden. Cool, bring mit. Ja, klar, jetzt habe ich einen Erfolg gekriegt, weil ich mir nochmal eine Werkbank gemacht habe. Habe ich eine Axt mit? Verdammt. Muss ich mir einen Kleinbaum sowieso abholzen? Gibt es hier auch kleine Bäume noch? Da. Der da ist klein. Einfach nur damit wir einen Setzling kriegen. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich schaffe. So, jetzt nehmen wir einen Slip oder auch nie. Da, zack. Slip war, nee, so, nee. Ah, so war Slip. So, ich habe jetzt ein Fischenholz, eine Fichte abgeholzt. Mal gucken, ob wir uns jetzt den kriegen. Na, hoffentlich. Das wäre ja richtig gut. Können wir mal die Fischenholzzone uns angucken und. Hä? Ja. Geistige Abwesenheit von Smoker. Ja. Hä? Ja. Was? Hä? Alter! Hä? Ich komme hier gerade nicht mehr klar. Dann warte aufs Fischenholz, vielleicht kannst du noch ein bisschen mit einbauen vor jetzt. Ja. Hä? Bist du vielleicht schon auf so auf halber Höhe erstmal, dass du. Ne, du bist gerade auf halber Höhe, vielleicht. Ja. Okay. Also machen wir so. Dann so. Ich hab dann schon wieder. So. Dann werden wir oben. Ich hab da schon wieder Kalzium gehört, ey. Wahrscheinlich unter mir, ich bin nämlich gerade draußen, also das kann nicht sein. Oder das Kalzium-Dich. Gleich mich hier das Unterkraut. Das Holz, was du mit hast, das ist doch dunkler, ne? Ne, also richtig dunkel. Fichtenholz ist richtig cool. Schwarz. Das könnt Spitz brauchen hier. Ich guck mal, ey, ist da hinten eine Wüste? Eine Wüste? Oder ist das wieder nur so ein Wiesenbier? Oder was ist das da hinten? Findest du jetzt überhaupt nochmal heben? Ich muss einfach nur zurück durch den. Der Berg sieht Minecraft und seine seine. Oh, dort ist der Kohle! Du hast da. Naja. Du hast da Kohle übersehen. Ja, guck mal. Minecraft und seine Generierungsversuche noch. Ein schwebender Baum. Ein komplett schwebender Baum. Was haben wir dort hinten? Ah, da haben wir einen See. Dort hinten waren wir in irgendeiner Folge. Hier hinten ist noch Fichtenwald. Aber mich wundert, Fichtenwald ohne Schnee? Was ich gerne mal sehen würde, wäre so ein. Packeisbiom oder wie das heißt. Gibt's das denn? No. Okay. Es gibt ja eine neue Eissorte Packeis, das schmilzt gar nicht mehr, soweit ich das richtig im Kopf habe. Schmilzt nicht mehr. No. Okay. Das ist perfekt für Anlagen in der Wüste, für Redstone-Schaltung oder so. Wenn du mit Wasser was transportieren willst, geht ja auf Eis doppelt so schnell oder so. Ja, das ist wahr. Au. Da hinten ist ein Grunzi-Schwein. Grunzi! Hey! Stirb, mir guckt Ecke dazu. Also da, ich darf das. So. Da was hin. Da. Und da war das Holz alle. Ach ne, wir haben ja hier noch ein bisschen was. Oh, ich muss einen Apfel fressen. Ich versuche schnell zurückzukommen, weil erstens habe ich keine Apfel mehr und so wie ihr Minecraft kennt, wird es garantiert gleich dunkel. Ich probiere mal was aus. Gucken, ob's. Ne, haut nicht hin. Ah, der hätte die Treppe ein bisschen eher ansetzen müssen. Nee. Nee, muss eh nicht reichen. Was ist das denn für ein Berg, Alter? Achso, das ist der Berg oder was? Scheiße, ich hab nicht gelogen. Und jetzt, wenn du noch, an dem Berg bist, müsste ich dich doch bestimmt bald hier oben sehen. Und jetzt auch noch ein Hühnchen, das ist kein gutes Zeichen. Ist das der Berg, wo ich
Ja, also muss ich da lang laufen. Danke für die Hilfe. Es dünkelt. Deswegen will ich ja nach Hause. Da oben sehe ich unsere Pracht, deine Prachtvilla. Siehst du Fackeln irgendwo? Ich sehe ein Haus. Ah, ich sehe es. Ich gehe zurück in meine Hobbithöhle. Alter! Au! Au! Du hast die Haxen gebrochen. Ich muss diesen beknackten Lava sie finden. Ich will da. Ich brauche Lava, sonst funktioniert der Hexen. Ja, ich glaube, ich weiß, wo die Lava war. Zeig es mir. Ich habe nur noch rohes Hammelfleisch. Oh, dann hau ich mal. Na, schnappolieren wir mal ein bisschen Brot. Können ja auch bald wieder ernten. Und dann können wir ein größeres Feld ansetzen. Ich hab mal in. Hier hast du noch 3 Glas oder so. Ich hab mal ein bisschen Schweinefleisch und ein bisschen Hammelfleisch. Ein Glas brauchst du momentan noch nicht, aber warte. Dann hau ich in die Blockkiste. Jo. So, voll Chemie. Folgt dem nackten Mann in den Wald. Was war hier hinten gewesen? Ah, da haben wir es doch schon. Ja, wo bist du? Jetzt bist du wieder weg. Ich sagte, der Folge mir. Ja, du warst so schnell weg. Ja, du musst mir auch folgen, ne? Ah, da hinten ist es. Steh jetzt am Eingang. Ich hab's gefunden. Ja, dort stand ich da vor uns gerade. So, jetzt aufpassen, dass ich in die reinklatsche, Alter. Damit. Hast du den Setzling mit von dem Holz? Was du, ja, stimmt. Ich hab ihn, gut, einen Setzling hab ich gekriegt. Wo ist denn der? In meiner Inventar. Also jetzt auch nicht sterben. Ja, klasse. Dann gib mir mal. Ich hab Knochen mehr mit. Müssen wir nur hoffen, dass dann auch noch einer rauskommt. Oder 2 oder 3. Ist es schon wieder dunkel? Noch nicht. Ach, liegt an dem Schädel, ja. Ich habe gelernt, Sachen mit Kuh aus dem Inventar zu werfen. Yay! Jetzt bist du überqualifiziert für das Let's Play. Okay, das war's mit mir. Tschüss, wir sehen uns im nächsten. So, jetzt fällen wir mal und hoffen, dass dann ein Setzling kommt. Gut, ich habe 2 Eimer, ich muss aber nochmal wiederkommen. Am besten die Eimer unten im Dings lassen, bevor ich aussehen hier den Wald verbrenne. Ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen, das ist. Also, du kannst ruhig den ganzen Wald mal holen. Wenn wir das Haus sehen, dann pflanzen wir einen neuen. Ah, da oben ist das Haus. Das dürfte da hinten irgendwo unsere Hobbithöhle sein. Also, wenn jetzt hier kein Setzling rauskommt, würdest du den Weg nochmal dahin finden? Nö. Das ist gut. Gute Voraussetzung. Ich tanze gleich um das bisschen Gestrüpp hier in der Hoffnung, dass ein Setzling kommt. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, hey ja, hey. Das ist in der Richtung. Yay, Fichtensetzling. Trotzdem haben wir nur einen einzigen. Ja, daraus kannst du einen neuen machen. Ja, aber 2 wären schon optimaler. Das ist immer geil, wenn du bloß machst, besonders bei Dschungelsetzlingen. Die fallen, die haben ja irgendwie eine geringere Chance zu droppen als andere Setzlinge. Ach echt? Nö, soweit. Okay. Nach Erfahrung, nach meiner eigenen Erfahrung ist das so. Ich mach nochmal diesen Tanz. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Vollsatz geklappt. Hey ja, hey ja, hey ja, hey ja. Oh Gott, ich geb's auf. Aua, 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 aua. Du brennst. Ne, Lava setzen ist immer eine gefährliche Sache. Nichts getroppt, nur ein Setzling da ist. Ja, ein dummes Schwein. Die Lava macht Geräusche. Oh. Was los? Der hat jetzt viel Blätter dran. Das klang jetzt seltsam. Die Lava klingt so seltsam, aber das klingt wie köchelnde Suppe. Was? Echt? Nö. Und wie lange dauert
sind wir schon wieder Leuten die Zeit stehlen, oder? Oh. Ja, wir haben den Leuten vor schon wieder mehr Zeit geklaut. Na, als sonst. Schon wieder. Schweine. Können wir jetzt noch morgen. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge von Minecraft. Wir werden es in der nächsten Folge sehen, ob wir hier mal auch noch mehr Setzlinge rausbekommen. Hoffentlich. Nö. Damit wir das Haus weiterbauen können. Das Spiel hasse ich. Ja, ich schlipp's auch. Das ist ein Mobbing-Spiel. Ah, so läuft das also mit Minecraft. Das mobbt ihn. Minecraft ist ein Mobbing-Spiel, weil du. Das ist aber jedes Spiel, weil wenn du was brauchst, ist es weg. Unterstützt mich doch bitte mit dem Daumen, Abo und Kommentar. Vor allem Kommentar, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir so machen sollen noch oder derartiges oder Verbesserungsvorschläge. Ja. Auf. Bitte in die Kommentare und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.